Ja, hallo Leute und herzlich willkommen heute mal zu einem anderen Video. Und zwar zeige ich euch heute mal ein paar Outtakes, ja, von diesem Jahr, vom letzten Jahr, was mir in den Videos alles so passiert ist, weil hinter der Kamera läuft natürlich nicht alles so glatt. Vergesst nicht immer einen Daumen nach oben da zu lassen und viel Spaß! Wir probieren jetzt hier mal Juneberry Jam Geschmack. Das gehört nicht in die Kamera. Ja, jetzt liegt bei mir einfach so ein Stück Schokolade auf dem Boden. Edeka entdeckt. Und zwar haben wir hier einmal die Nesquik-Tafel. Und wir werden mal probieren, wie das Ganze hier so schmeckt. Kriegt das überhaupt ganz aufs Bild auf? So. Jetzt kriegt ihr sie, jetzt seht ihr sie ganz auf dem Bild. Mann, das ist auch echt eine lange Verpackung, ey. Das ist hier so bestimmt so ein halber Meter. Mein persönlichen Geschmack trifft es leider nicht. Mann, was ist mit meinem Deutsch los, Junge? Eine wirklich leckere weiße Schokolade. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Ach so, ich sehe hier noch gerade Himbeer mit Himbeergeschmack. Und ich kippe mir jetzt noch mal ein bisschen in ein Glas und klecker hier mein ganzes Pult voll. Das schmeckt so ein bisschen, als würde man in so einen Cracker reinbeißen. Der Keks vollkommen ohne Geschmack. Ja, Vollkorn ohne Geschmack, auch guter Wortwitz. Und zwar, ich weiß auch noch nicht mal, wie man es ausspricht. Schaut euch das einfach mal an. Was soll das sein? Das sind einfach so. Es steht da hinten noch nicht mal drauf, was es ist. Ja. Oh. Innen drin. Ich weiß es gar nicht, was hier hinten drauf steht. Milchschokolade mit Keks. Mit Konversat. Nee. Oh. Ja, gut. Boah. Warte mal. Aber wie breche ich das jetzt auf? Kann man das überhaupt aufbrechen? Oh, nee. Das finde ich persönlich sehr schade, weil ich esse lieber Joghurts, ich esse lieber Puddings als Joghurts. Statt Joghurts. So, jetzt haben wir es.